Ja, die Tesla Supercharger, die findet man mittlerweile in ganz Europa und auch in ganz Deutschland eigentlich wie Sand am Meer. Der Vorteil davon ist, dass sie jetzt auch vor ein paar Tagen auch für Fremdmarken aufgemacht wurden. Aber nur an vereinzelten Standorten natürlich, um es zu testen, nehme ich mal an. Wie das funktioniert und was das am Ende kosten wird, das seht ihr heute. Willkommen bei Project Drive. Was wir zuallererst machen, ist den Mini Cooper ein bisschen aufladen. Wir sind bei, ich glaube, 30% oder sowas und wir laden den jetzt auf 50%, weil der nächste Tesla Supercharger, der das kann quasi, also Fremdmarken aufladen, ist ein paar Kilometer entfernt und wir wollen die Batterie warm machen. So, was ich jetzt beim Mini Cooper S aber glaube, ist etwas überflüssig, aber sicher ist sicher. Diesen Mini Cooper SE, das ist das aktuelle Modell Facelift, das habe ich schon mal gefilmt. Den Link findet ihr oben rechts im Video. Wir sind anscheinend gleich da, aber hier ist ja wirklich weit und breit, wie man sehen kann, nix. Nix, gar nix, gell? Wahnsinn. Hier ist ja nix und hier soll gleich ein Tesla Supercharger kommen. Zumindest einer der, wo man hier mit Fremdmarken laden kann. Und wir kriegen einfach die Reichweite von dem Mini Cooper nicht runter. Wir sind jetzt schon ein bisschen Landstraße geheizt. Also Batterie, schätze ich, ist warm. Wobei das, wie gesagt, bei dem Auto höchstwahrscheinlich ja nicht so wichtig sein wird, sage ich mal, weil er kann eh nur mit 50 kW laden, also. Aber ist ja wurscht. Wir fahren hier, wir machen jetzt so quasi so eine Art kleinen Ausflug und wir tun mal so, als müssten wir jetzt unbedingt laden, weil, keine Ahnung, der nächste Halt, wo wir hin müssen, weiß was ich, 200 Kilometer entfernt ist oder so. Ihr wisst, was ich meine. Und nee, das war hier, glaube ich, noch nicht. Nee, ich glaube, die nächste. Da ist das Schild, schau. Und jetzt schaut euch das an. Hier ist wirklich nur ein Bauernhof quasi und ein paar klitzekleine Dörfer. Das ist hier, wie heißt denn das hier? Urtaler Hof. Urtaler Hof. Jetzt schaut euch das an. Bin also sehr gespannt. Ja, da ist der Urtaler Hof. Und wo sind jetzt hier die Supercharger? Ja, Tatsache, ja krass. Die sind hier, ja, schaut euch das an. Also mitten im Nirgendwo selbst findet man Tesla Supercharger. Na, interessant. So, und wir sind angekommen. Mitten im Nirgendwo quasi, von Bergen umgeben. Und wir schauen uns das jetzt mal genau an. Wir müssen also auch aufpassen, dass wir mit dem Mini Cooper, wobei ich glaube, dass es kein großes Problem sein wird, weil er hat hinten rechts den Ladeanschluss, dass wir hier aufpassen wegen 4A und 4B. Ne? Die teilen sich ja immer einen quasi, ein Pack. Und jetzt werden wir im Prinzip anschließen. So, wir drehen hier mal kurz um. Ja, wir stellen uns mal auf den Platz 4A, würde ich sagen. Jawohl. Man muss hier im Mini Cooper immer auch den Unlock-Button drücken anscheinend, damit man Gun wechseln kann. Ein bisschen ungewohnt, aber es geht. Hat man schnell raus. So, und anscheinend müssen wir uns auf diesen Stellplatz hier stellen. Wo ist eigentlich die Ladebuchse? Wo ist denn die Ladebuchse? Links oder rechts? Die ist rechts, gell? Ja, schau, und da haben wir schon mal das erste Problem. Weil normalerweise hat ein Tesla seine Ladebuchse ja normalerweise auf der linken Seite. So, und ich habe jetzt die auf der rechten Seite und ich muss mich, hätte ich jetzt einen Tesla, müsste ich mich genau auf diesen Parkplatz hier stellen. Aber da wir unseren Deckel quasi rechts haben, müsste ich mich jetzt auf den da stellen und somit blockiere ich im Prinzip einen Ladeplatz. Also im schlimmsten Falle. Ne? So, und jetzt müssten wir gucken, ob das Kabel lang genug ist. Was ich aber von hier schon sehe, ist es nicht. Das heißt, wir müssen diesen Parkplatz hier blockieren. Hilft ja nichts. Es ist wirklich viel zu heiß. So, wir stehen jetzt auch perfekt jetzt da eigentlich für den 4A-Platz. Und wir stehen halt auf dem 4B-Parkplatz, aber es ist zum Glück nicht so viel los, deswegen ich hoffe, wir behindern keinen. Schauen wir mal. Und übrigens, falls ihr euch wundert, ich habe die Jeansjacke eigentlich nur an, damit das Mikrofon hier perfekt Platz hat. Es ist einfach viel zu heiß.
So, jetzt müssen wir gucken. Ich habe hier die Tesla-App offen auf meinem Flexphone, wie ich es liebevoll nenne. Und ich hoffe, ihr könnt es sehen einigermaßen. Nee, das bin ich. Nee, das ist Matze. Ja, ich hoffe, man sieht's. Also auf jeden Fall sind wir jetzt hier am Tesla Supercharger in Sindelsdorf am Urtaler Hof. Und hier seht ihr schon, der Aufladepreis beträgt 70 Cent die Kilowattstunde. Und da unten sehen wir auch direkt die Ladeplätze. Und da suchen wir jetzt unseren aus. Wir waren auf dem 4A, ne? 4A Ladevorgang starten. An das Ladegerät anschließen. Okay. So, das heißt, wir holen uns jetzt hier, halt mal bitte kurz mein Handy, Matze, danke. Wir holen uns jetzt hier unser Ladekabel raus. Das wird, schauen wir mal hier. Ja, das wird dann wohl das hier sein. Ja, da seht ihr schon die Problematik. Ich bin zu weit weg. Also, jetzt hoffe ich, dass wir nah genug dran sind. Aber da sieht man schon mal die Problematik ein bisschen. Und da machen wir hier noch die Deckel raus. Und boah, reicht. Das wird knapp, aber das geht schon. So. So, es ist Spannung auf dem Kabel. Da kann ich ja fast schon Seiltanz drauf machen. Und jetzt schauen wir aufs Handy. Oh, da hat es, glaube ich, abgebrochen, oder? Es wurde kein Fahrzeug erkannt. Zum Aufladen bitte einstecken. Oh, okay, na gut. Das hat so wohl nicht so ganz funktioniert. Das heißt, wir müssen schnell das nochmal von vorne starten. Oh, ich muss die Jacke mal ausziehen. 4A sind wir, genau. Und Ladevorgang starten. An das Ladegerät anschließen. So. Ja, alle guten Dinge sind drei, würde ich sagen. Ja, so. Aha. Ah, da hat's was gemacht. Ich habe auf jeden Fall gehört, wie es sich festgezogen hat. Wir gucken jetzt mal. Also es hat sich hier auf jeden Fall festgezogen. Das habe ich ganz sicher gehört. Dieser Vorgang, also quasi das Anschließen des Autos an den Tesla Supercharger, kann bis zu 2 Minuten dauern. Aber das ist halt die Standardmeldung. Und im Auto steht, schaut es euch an, da wird berechnet. So. Ja, dann würde ich sagen, warten wir mal, bis es losgeht. Also es ist schon wirklich sehr heiß. Ich habe jetzt auch die Jeansjacke ausgezogen. Und wie ihr seht, schaut es euch an, er steckt wieder sehr straff. Und ja, das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass der die ganze Zeit hier anzeigt, wird berechnet. Und ich weiß nicht, was man jetzt tun soll. Also nochmal abstecken, habe ich schon gemacht. Und auch nochmal angesteckt, aber es zeigt dir die ganze Zeit an, wird berechnet. Und auf der App zeigt es mir auch nichts wirklich an, außer dass ich den Ladevorgang stoppen kann, aber sehr kurios. Ich werde es jetzt nochmal probieren. So Leute, das ist jetzt Versuch Nummer 5. Wir waren zuerst auf, ich glaube, 4A, dann auf, da haben wir es 2 oder 3 Mal probiert, dann waren wir auf 1A. So, und jetzt sind wir auf 2A und ich glaube, ich habe einen ganz leichten, aber entscheidenden Fehler gemacht, nämlich ich habe zuerst den Ladeplatz hier in der App ausgewählt und dann eingesteckt. Ich muss es aber anscheinend andersherum machen. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, würde ich sagen. Aber mein Gott, das erste Mal am Tesla Supercharger mit einer Fremdmarke, da kann mal sowas passieren. Also, diesmal machen wir es richtig. Zuerst das Ladekabel einstecken und ich hoffe, diesmal bin ich nah genug auch wieder dran gefahren. Gleichzeitig Handy halten und einstecken, das ist echt. Jetzt, so. Wo sind wir? 2A. Jetzt müssen wir auf der App 2A auswählen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, ich versuche das im Endeffekt dann nochmal für euch mit Bildschirmaufnahme aufzunehmen. Und dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall eingesteckt, dann den Ladeplatz ausgewählt und jetzt müssen wir auf Ladevorgang starten drücken. Jetzt bin ich wirklich äußerst gespannt, ob sich was verändert hat, ob es jetzt funktioniert. Und jetzt haben wir wieder dasselbe Bild. Genau, kann man das sehen? Ja. Jetzt steht wieder, da wird berechnet. Aber diesmal habe ich es in der richtigen Reihenfolge gemacht. Zu 100% dafür, dass ich es 2 oder 3 Mal falsch gemacht habe. Aber kann passieren. Ich weiß nicht, also, ob das so sein soll. Aber wir versuchen es jetzt einfach nochmal im Prinzip und lassen es jetzt einfach mal so, dass er berechnet quasi. Und dann werden wir gucken, was passiert.
Menschenskinder, Leute, ich hab's endlich geschafft. Er lädt, da, jetzt hat er gerade umgesprungen, vollgeladen um 17:38 Uhr. Und in der App, schaut euch das an, jetzt kann man es ein bisschen sehen, hoffe ich, da steht Laderate 45 kW. Der Mini Cooper SE schafft ja 50. Ja, Stromverbrauch, Gesamtkosten haben wir noch nichts dastehen, aber man sieht schon an der veränderten Prozentzahl der Batterie am Ladezustand, dass er lädt. Oh, zum Glück. Und die Kilometer. Ja, und genau. Und in der App zeigt es endlich auch an. Das ist, Leute, das ist der 6. Versuch. Ich habe wirklich alles versucht. So, und jetzt sage ich euch haargenau im Detail, was ich anders gemacht habe oder was ich alles gemacht habe, damit es endlich funktioniert. Zumindest im Beispiel des Mini Cooper SEs. Denn das Auto war bei den vorigen Malen, als wir es versucht haben, entweder haben wir die Zündung ausgehabt oder die Zündung war zu spät eingeschaltet oder ähnlich. Und diesmal habe ich das so gemacht, schaut euch das an. Es ist zwar asozial für andere Tesla-Fahrer, aber wir sind hier zum Glück etwas unter uns. Und zwar schaut euch das an. Zum einen habe ich den Mini Cooper diesmal so hingestellt. Leicht asozial, aber mein Gott, das hilft ja jetzt nichts. Und ich habe die Zündung komplett eingeschaltet gelassen. Zuerst das Kabel rein und dann den Ladeplatz in der App ausgewählt. Und endlich geht es. Da blinkt auch das Licht. Ja, nach einer Stunde hier rumstehen in der prallen Sonne. Wir sterben hier schon. Und es ist wirklich heiß. Und es funktioniert auf jeden Fall. Und wir lassen ihn jetzt mal ein bisschen laden, so bis 80%, schätze ich mal. Vollgeladen 17.40 Uhr. Wir gehen jetzt einen kühlen Spezi trinken. Also das ist mir hier zu heiß. Viel zu heiß. Wir machen mal ein kleines Zwischenfazit. Nämlich, ja, wir haben ja mit 33% angesteckt. Jetzt sind wir bei 70% bei einer Laderate von 48 kW. 11 Kilowattstunden nachgeladen und die Kosten bis jetzt betragen 7,70 Euro. Ja, das ist schon ein bisschen teuer, aber auf die Preise kommen wir gleich zu sprechen, nachdem wir vollgeladen haben. So, wir haben unsere Spezi fertig getrunken und gehen jetzt wieder zurück zum Mini Cooper. Und schaut euch das mal an, das sieht schon echt eigentlich ist es echt asozial, aber es sieht schon echt lustig aus. Aber zum Glück war anscheinend in der Zwischenzeit kein anderer Tesla-Fahrer da. Also, sind schon weg, das kann auch sein. Also sei es mir erstmal verziehen. Aber es geht halt anscheinend nicht anders. Wir haben es wirklich 6-mal versucht. Wirklich, muss man so sagen, wie es ist. 6-mal versucht, bis es jetzt irgendwann mal geklappt hat. Und wir sind auch gleich bei 100%. Schaut's mal her. Also wir laden zwar nur noch mit 6 kW. Ich hoffe, man kann es erkennen. Na ja, genau. So, 99% geladen, 6 kW, 14,70 Euro und 21 Kilowattstunden. Ich würde sagen, wir stoppen das jetzt mal, weil es reicht auf jeden Fall. Zack, Ladevorgang gestoppt. So, Supercharging abgeschlossen. Bewegen Sie Ihr Fahrzeug jetzt von hier weg, um Blockiergebühren zu vermeiden. Und während Matze jetzt weggefahren ist vom Supercharger, schauen wir uns noch einmal kurz die Preise an. Nämlich, wir sind 40 Minuten am Supercharger stehen geblieben und haben geladen für 14,70 Euro. Da hat die Kilowattstunde, wie gesagt, 70 Cent gekostet. So, jetzt gibt es aber noch eine weitere Möglichkeit. Wenn man jetzt quasi, vielleicht hat man Bock, die ganze Zeit mit seiner Fremdmarke am Supercharger zu laden. Und dann kann man sich ein Abo quasi holen, das Tesla-Abo quasi zum Aufladen. Und das kostet dann 12,99 Euro. Und dann ist die Kilowattstunde anstelle von 70 Cent mehr als 20 Cent günstiger. Und das rentiert sich halt dann schon, wenn man tatsächlich öfter da am Supercharger von Tesla lädt. Im Allgemeinen würde mir jetzt ehrlich gesagt so auf Anhieb keinen Grund einfallen, warum man das machen sollte. Außer man hat vielleicht keinen EMBW Hypercharger oder weiß ich nicht, eine Allego-Säule oder was auch immer in der Nähe, sondern nur Tesla Supercharger. Dann würde es vielleicht Sinn machen, aber selbst dann würde ich lieber weiterfahren, als 70 Cent die Kilowattstunde zu bezahlen. Aber egal. Abseits vom Preis, wie schon am Anfang erwähnt, kommt es zumindest einem so vor, als wären die Tesla Supercharger wirklich so gut wie überall. Um genau zu sein, gibt es über 115 Standorte von Tesla Superchargern in Deutschland und aktuell sind 15 Standorte in Deutschland für Fremdmarken freigeschaltet. Da wird demnächst wahrscheinlich
oder sehr wahrscheinlich und auch sehr bald noch mehr quasi dazukommen, noch mehr Supercharger, die für Fremdmarken empfänglich sind. Und schon kommen wir zu den Nachteilen, die das Laden mit Fremdmarken so mit sich bringen. Wie wir heute gesehen haben, wir haben, wie gesagt, 6 Versuche gebraucht, wo wir alles versucht haben, das irgendwie hinzubiegen, das er lädt. Und wir haben sie im Endeffekt jetzt auch geschafft und dann hat es auch reibungslos funktioniert. Aber 6 Versuche bis dahin ist schon ein bisschen heftig. Und wir mussten uns am Ende, wir haben es ja auch gesehen, uns quer quasi, ne, zum Supercharger hinstellen. Und also wenn wir jetzt wirklich an einem Spot gewesen wären, wo super viel los gewesen wäre, wie zum Beispiel bei mir, wo ich wohne in der Nähe, in Brunntal, das ist auch direkt an der Autobahn, ist hier zwar auch so, aber da G7-Gipfel ist, ist die Autobahn quasi ab hier gesperrt. Deswegen haben wir Glück anscheinend. Und da wäre es dann, glaube ich, kritisch geworden, weil da ist wirklich viel los bei uns in der Nähe. Also das ist schon ein bisschen, also da muss man schon Lösungen suchen. Und eine Lösung dafür wäre eigentlich nur, würde mir jetzt so auf Anhieb einfallen, eigentlich ein längeres Kabel offensichtlich. Aber was anderes, glaube ich, wird da auch nicht helfen. Weil das Kabel, man sieht es, ja, wenn wir das rausnehmen, das ist halt schon nicht so lang. Ne? Das wird vielleicht, ja, ich weiß es nicht genau, ich schätze mal 1,50 Meter, 60 sowas sein um die Ecke, wenn überhaupt. Und das ist halt natürlich zu kurz für Elektroautos, die ihre Ladeanschlüsse an der rechten Seite haben oder an der linken zum Beispiel. Aber da wird sich, nehme ich an, auch schon sehr bald was ändern. Was Tesla sich eventuell noch von zum Beispiel EnBW abgucken könnte, wobei der Vergleich da ein bisschen hinkt, weil Tesla Supercharger gibt es wirklich viel mehr als EnBW-Ladestationen, die ja überdacht sind. Nämlich genau das, ein Dach. Weil zum Beispiel wie heute, ja, lecco mio, es war so heiß. Ich habe schon geschwitzt hier 6-mal, wie gesagt, rumrangiert. Und da wird es dann schon ein bisschen heftig. Und da könnte man das natürlich, wie zum Beispiel bei den EnBW-Hyperchargern, bei den Ladestationen, die groß aufgebaut werden, gerade überall, auch quasi Solaranlagen auf das Dach knallen. Und dann zahlt sich das im Prinzip von selber ab. Und das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, die man beachten könnte, aber das ist jetzt wetterbedingt quasi bloß wegen heute. Aber es wäre eine Möglichkeit. Überdachte Ladestationen. Ja, das war jetzt heute ein bisschen Tohuwabohu. Wie gesagt, 6 Versuche haben wir gebraucht, bis es endlich funktioniert hat, den Mini Cooper SE zu laden. Aber es hat am Ende ja funktioniert. Und ich hoffe, dass ihr hoffentlich etwas lernen konntet aus meinen Fehlern diesmal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns sowieso beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.